Hallo und grüß euch zu einer neuen Folge von The Kitchen. Mir sind letztens einige Semmeln überblieben, die sind jetzt hart geworden und wie man damit eine der besten österreichischen Süßspeisen macht, nämlich einen Scheiterhaufen, zeige ich euch jetzt. Meine Oma ist eine gescheite Frau. Sie hat schon früher gewusst, was man mit alten Semmeln macht, nämlich einen Scheiterhaufen. Und mit dir geht es auch gleich los. Also wenn ihr alte Semmeln daheim liegen habt, müssen gar keine Semmeln sein. Es kann ein Weißbrot sein, es kann vielleicht sogar ein Stritzel sein. Ist sogar noch ein bisschen besser, dann kriegt man ein bisschen mehr Süße rein, also Brioche-Sauce in die Richtung. Das wird einfach in Scheiben geschnitten, so dass man das dann schön schichten kann. Und dazu gibt es noch eine süße Eimasse, die was dann über das Ganze drüber kommt. Das Ganze schneiden wir so ungefähr 1 cm dick. Das reicht auf jeden Fall. Ursprung hat das Gericht ja eigentlich, das kommt eh schon aus der österreichischen und auch aus der altbayerischen Küche. Und wie man schon sieht, man nutzt es einfach, um Reste zu verwerten. Man braucht keine alten Semmeln wegschmeißen, sondern kann damit noch ein super gutes, süßes Gericht machen. Für das Gericht brauchen wir 8 Semmeln. Das schneiden wir mal, wie gesagt, in solche Scheiben. 2, 3, 4. Gut, das ist es eigentlich schon mit den Semmeln. Jetzt geht es weiter mit der süßen Masse, die wir später brauchen. Anfangen wir dann mal mit Eier. Wir brauchen in Summe 8 Eier. Kommen jetzt aber nicht alle da rein. Starten wir mit 4 Ganze und 4 Dotter. In Eischnee brauchen wir später als Topping. Die restlichen 4 Eier werden getrennt. Eiklar heben wir für später auf in Eischnee und die Dotter kommen rein. Kleiner Background zu dem Gericht, warum habe ich das so gern? Es war früher immer so, wenn ich zu meiner Oma gefahren bin mit meinem Radl, habe ich mir immer was zum Essen aussuchen dürfen. Und das war nicht selten ein Scheiterhaufen. Da ist ein riesiges Blech gemacht worden, es hat immer super gut bei der Oma gerochen. Und dann habe ich mir sicher ein halbes Blech alleine eine Zeit. Was ist eigentlich so besonders dran? Es ist, im Grunde ist es nur altes Gebäck, Milch, Ei, Zucker, ein bisschen Zimt, was noch dazu kommt. Aber es ist irgendwie so die Einfachheit von dem Gericht, das was so ein bisschen ausmacht. Und es ist schön süß, es ist weich, es ist softig, dann hat man am Schluss noch diesen überbackenen Eischnee. Das macht es einfach aus. Wie gesagt, wir brauchen jetzt noch eine Milch. Circa einen halben Liter brauchen wir da. Dann kommt noch Zucker dazu. Und ein Zimt darf man natürlich nicht vergessen. Und wie bei jeder Süßspeise braucht man ein bisschen Salz. Eine Prise. Und das Ganze wird jetzt ordentlich verrührt. Das ist die Masse, die ist fertig und kann dann mal auf die Seiten gestellt werden. Und jetzt geht es gleich weiter mit den Äpfeln. Die werden als erstes einmal geschält. Schale brauchen wir in dem Fall nicht. Schmeißen wir aber auch nicht weg. Ich nasche einfach immer gern so nebenbei. Der Grund, warum die Schale oben kommt, ist ganz einfach erklärt. Das Ganze wird geschichtet. Und wenn das dann drin gebacken wird und die Schale bleibt drin, ist es einfach vom Beißgefühl nicht so angenehm, finde ich. Oder ich finde es einfach nicht so passend da drin. Und so hat man einfach das schöne, weiche Fruchtfleisch vom Apfel und das passt perfekt. In dem Fall habe ich da jetzt einfach ein paar süßlich-saure steirische Äpfel. Ich verwende da am liebsten säuerliche, weil ich einfach die Säure mag. Es passt perfekt dazu, weil man hat ein sehr süßes Gericht und mit der Säure hält sich das alles sehr gut in der Waage. In dem Fall
tun es die Apfelwaren auch, weil es ist ja am Ende einfach nur ein Resteverwertungsrezept und verwendet einfach das, was ihr gerade daheim habt. Wir schneiden das so in so circa 5 mm bis 10 cm dicke Scheiben. Einen Apfel sollen wir natürlich auch gespüren nachher. Das machen wir jetzt mit allen Äpfeln. Was natürlich auch noch geht, ich habe das Gericht genauso schon mal mit Birnen gemacht. Passt auch super gut. Und lässt sich natürlich genau gleich zubereiten. Gut, das war's mit den Äpfeln. Eiklar brauchen wir erst später. Jetzt brauchen wir als nächstes gleich eine Backform. Und was kommt das uns verwenden, außer direkt die Form von der Oma? Die wird jetzt noch mit Butter eingefettet. Einfach so ein Esslöffel circa. Schmieren das einmal ordentlich ein. Ihr könnt natürlich auch beschichtete Form nehmen, dann erspart euch diesen Schritt. Aber der Scheiterhaufen von der Oma gehört auch in der Backform von der Oma gemacht. Jetzt geht's los mit dem Einschlichten. Brauchen wir gleich mal so eine Handvoll Semmeln. Das heißt, fangen wir unten mal an, das Ganze dicht aneinander zu schlichten. Keine Sorge, das ist schon, es wirkt ein bisschen viel, aber das Ganze geht natürlich auch zusammen, wenn die Flüssigkeit draufkommt. So dicht wie möglich einschlichten. Es kann ein bisschen überlappend sein. Nur nicht zu schön. Erste Schicht Brot und da drauf kommt dann eine Schicht Äpfel. Und so machen wir das Ganze jetzt da, bis die Form voll ist. Jede Schicht wird dann einmal ordentlich andruckt, dass wir ja was reinbringen. Immer ein bisschen festdrucken. Was wichtig ist, da gehört noch ein Rund drauf. Und das schichtet sich da sowieso, wie vorher auch nicht. Ist wirklich vorher auch nicht gegangen. Letzte Stickel kommen noch rein. Dann haben wir das, wie gesagt, noch einmal fest anpressen. Kann man es richtig drauf lernen. Perfekt. Der Rest wird noch für die zweite Form verwendet. Da haben wir jetzt einfach ein bisschen rum drüber. Wenn es kindergerecht werden soll, lasst es den einfach weg. So. Das ist jetzt fest zusammengedruckt, Masse ist fertig. Wir können da jetzt die süße Mischung drüber lernen. Ich habe da jetzt einfach einmal in meinen Messbecher. Schöpft da ein bisschen was raus. Erstens einmal, damit ich da nicht meine komplette Arbeitsfläche versau. Und zweitens, dass ich das ein bisschen besser portionieren kann. So, einfach schön drüber gießen. Aber wenn es ein bisschen flüssig jetzt noch wirkt, das muss jetzt sowieso noch ca. 15 Minuten ziehen, bis sich das Ganze schön vollgesaugt hat. Und dann wandert das alles gleich in den Ofen. Und bis es soweit ist, mache ich da ein bisschen mal sauber. Das hat sie jetzt voll gesagt. Darf direkt jetzt in den Ofen wandern, 40 Minuten bei 200 Grad. Und kurz bevor das fertig ist, werden wir aus den übrigen Eiklar und ein bisschen an Zucker einen Eischnee machen. Das wird dann schön drüber gestrichen und überbacken. So einfach, so gut, so schön. Die Oma weiß halt, was am besten schmeckt. Das ist unser Scheiterhaufen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge The Kitchen. Mahlzeit.